den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20-4630 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Zur Beantwortung steht bereit die Staatsministerin Katja Keul. Wir kommen zur Frage 1 des Abgeordneten Tobias Matthias Peterke zu Gründen für die Abnahme eines Kreuzes im Friedenssaal Münster vor dem G7-Gipfel. Sie haben das Wort, Frau Staatsministerin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die Frage beantworte ich wie folgt. Im Rahmen des G7-Treffens in Münster wurden im Friedenssaal eine Reihe temporärer Veränderungen vorgenommen. Diese sind grundsätzlich üblich bei Konferenzen dieser Art. Im Rahmen dieser Umgestaltung wurde auch das Ratskreuz temporär entfernt. Die Bundesaußenministerin hat sich bei der Abschlusspressekonferenz im Anschluss an das G7-Treffen am 4. November klar dahingehend geäußert, dass sie sich eine andere Entscheidung gewünscht hätte. Insofern sprechen die von ihr getätigten Aussagen für sich. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Naja, vielen Dank für diese ausweichende Antwort, will ich es mal noch so nennen. Es ist ja bekannt, dass es keiner gewesen sein will. Auch der Bürgermeister von Münster hat gemeint, er hätte das nie so entschieden. Er kann das gar nicht nachvollziehen. Wurde denn auch von Ihrem Hause irgendwie mal nachgefasst, wer dann wirklich diese Entscheidung getroffen hat? Irgendjemand muss es ja gewesen sein. Und warum, wenn es denn so allgemein als falsche Entscheidung angesehen wurde, dann vielleicht es nicht auch schnell wieder aufgehängt wurde? Also was lief denn hier genau ab? Das temporäre Abhängen des Ratskreuzes verantwortet das Protokoll des Auswärtigen Amtes, das die Umgestaltung des Raumes mit der Stadt Münster abgestimmt hat. Bundesaußenministerin Baerbock war in diese Planung nicht eingebunden. Die Entscheidung, das Ratskreuz zu entfernen, hatte weder einen politischen noch einen religiösen Hintergrund. Ziel war es, einen funktionalen Ort für die Beratungen der G7 zu gestalten. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Also Sie sagen, ehrlich, es hatte einen funktionalen Grund, ein Kreuz, das ja in einer gewissen Höhe hängt, dort abzunehmen. Das halte ich für extrem abwegig. Deswegen nochmal meine Frage. Warum wurde hier von auch der Ministerin von Ihrem Haus nicht nachgefasst, wenn es ja in der Presse, bei der Pressekonferenz wirklich als Fehler, auch als wichtiger Fehler anerkannt wurde? Warum wurde hier nichts weiter unternommen, das wenigstens aufzuklären? Man muss ja sehen, zum Beispiel in Katar etc. ist die Bundesregierung sehr offensiv dabei, ihre Werte zu vertreten. Und bei diesem Fauxpas, der von der ganzen Welt gesehen und wahrgenommen wurde, es gab weltweite Presse, wird das jetzt einfach so auf sich beruhen gelassen. Sehe ich das richtig? Also die Umgestaltung der Einrichtung ist grundsätzlich üblich bei Konferenzen dieser Art. Und sie umfasst regelmäßig beispielsweise auch das Mobiliar oder eine andere Beleuchtung. Im Rahmen der Vorbereitungen des Münsteraner Ratssaales und zur Erfüllung der technischen Anforderungen an eine multilaterale Konferenz wurde das Ratskreuz temporär von seinem gewohnten Platz entfernt. Und das ist dann auch erst später aufgefallen. Eine Nachfrage stellt der Abgeordnete Kraft. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatsministerin. Das ist ja wunderbar, dass Sie zugeben, dass Ihr Haus, das Auswärtige Amt, in die Umgestaltung des Ratssaals eingebunden war. Das heißt, es muss ja in Ihrem Amt denn eben auch eine Begründung geben, die dazu geführt hat, dieses Kreuz zu entfernen. Gemäß welcher Richtlinien werden denn diese Umgestaltungen vorgenommen? Und Sie können uns das sicher auch nachliefern, welche Richtlinie vorliegt, die dazu führt, dass dieses Kreuz dann eben entfernt worden ist. Ein Licht kann es ja nicht gewesen sein. Also ich hatte ja bereits eben gesagt, es sind weder politische noch religiöse Gründe, sondern rein technische Gründe. Ein solcher Raum wird umgestaltet, um eben konferenztauglich zu sein. Und da werden Einrichtungen, Mobiliar, Beleuchtungen, alles Mögliche verändert. Und das ist hier auch so gewesen. Reine technische Gründe. Eine weitere Nachfrage zu dieser Frage stellt der Kollege Grübel. Frau Staatsministerin, habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass das Kreuz in diesem Saal für Sie gleichbedeutend ist mit dem Teppich, mit einem Tisch oder mit der Beleuchtung? Also irgendein beliebiger Einrichtungsgegenstand.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe weder von mir persönlich gesprochen, noch von der Außenministerin, sondern von technischen Gegebenheiten, die durch das Protokoll in Absprache mit der Stadt Münster so vorgenommen worden sind, um den Saal konferenztauglich zu machen. So, wir haben noch 35 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt. Deshalb werde ich jetzt bei weiteren Fragen so verfahren, wie ich eben verfahren bin. Ich lasse natürlich die Nachfragen des Fragestellers zu und maximal 2 Nachfragen aus dem Rund. Und dann geht es weiter zu den eingereichten Fragen. Ich rufe auf die Frage 2 des Abgeordneten Markus Grübel zur künftigen Aufstellung des Referats Religion und Außenpolitik im Auswärtigen Amt. Bitte. Derzeit findet eine Restrukturierung der Abteilung Kultur und Gesellschaft des Auswärtigen Amtes statt, zu der auch das Referat Religion und Außenpolitik, das Referat 612, gehört. Diese Restrukturierung ist noch im Gang. Fest steht aber, Referat 612 wird auch in Zukunft für das wichtige Thema Religion und Außenpolitik verantwortlich sein. Ob zum besseren Verständnis der Gesellschaft im Gastland, im Rahmen von Friedensmediation oder bei der Umsetzung von humanitärer Hilfe, die Diplomatie profitiert davon, religiöse EntscheidungsträgerInnen und Entscheidungsträger als Ansprechpartner zu haben. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Also wir hatten gerade das Abhängen des Kreuzes. Wir haben die Beendigung der Beratungskooperation mit Vertretern von Kirchen- und Religionsgemeinschaften durchs Auswärtige Amt, Beendigung der Förderung für Religions for Peace. Die Religionskonferenz, Lindauer Friedenskonferenz wird nämlich stattfinden. Fängt die Ampel mit Religion wenig an? Ist es so? Und wird Referat 612 personell aufgestockt, reduziert oder bleibt es gleich im Verhältnis zum Dezember 2021? Das Referat wird umgestaltet. Ich hatte gesagt, das ist noch nicht abgeschlossen, das ist noch im Gange. Alle anderen Unterstellungen weise ich zurück. Die Entscheidung, keine festen Beraterverträge mehr zu schließen, ist von der letzten Regierung getroffen worden. Die letzten Verträge sind im April 2021 ausgelaufen. Und wir haben keine Pläne, diese wieder aufzunehmen, werden uns aber selbstverständlich weiterhin durch unser breites Netzwerk in diesem Bereich beraten lassen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. In der Ukraine, wo auch die russisch-orthodoxe Kirche eine negative Rolle spielt, welche Kontakte pflegt das Auswärtige Amt zur russischen Orthodoxie und zur ukrainischen Orthodoxie? Da werden derzeit keine Kontakte geführt. Und wenn es doch welche geben sollte, werde ich das nachreichen. Mir sind keine bekannt. Wir kommen zur Frage 3. Der Abgeordneten Dr. Katja Leiker zur Rolle der Menschenrechte, Rolle und Entwicklung der Menschenrechte in Ägypten. Bitte, Frau Staatsministerin. Ja, vielen Dank. Vor und während der Weltklimakonferenz COP27 haben Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung die Menschenrechtslage im Allgemeinen wie auch konkrete Einzelfälle gegenüber der ägyptischen Seite hochrangig angesprochen und Einschränkungen der Zivilgesellschaft kritisiert. Die Bundesregierung hat der ägyptischen Zivilgesellschaft in ihrem COP27-Pavillon breiten Raum gegeben. Darüber hinaus nehmen wir kritische Menschenrechtsfragen und auch Einzelfälle fortlaufend mit der ägyptischen Regierung auf. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Frau Staatsministerin, vielleicht könnten Sie darüber hinausgehend noch eine Bewertung der Bundesregierung vornehmen zur aktuellen Sicherheitslage auf der Sinai-Halbinsel, insbesondere vor dem Hintergrund der erneuten Feuergefechte ägyptischer Truppen dort mit dem IS. Das ist jetzt eine andere Frage, die werde ich Ihnen gegebenenfalls nachliefern. Also es ist zugesagt, die Nachlieferung. Mir liegen keine weiteren Fragen dazu vor. Die Fragen 4 und 5 sind zurückgezogen. Ich rufe auf die Frage 6 des Abgeordneten Dr. Michael Kaufmann zur Lieferung von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien. Bitte. Die Bundesregierung hält an ihrer grundsätzlich restriktiven Genehmigungspraxis gegenüber Drittstaaten fest. Es werden auch weiterhin keine direkten Exporte von Deutschland an Saudi-Arabien genehmigt. Bei den von Ihnen angesprochenen Kampfflugzeugen handelt es sich um Gemeinschaftsprojekte mit europäischen Partnern. Vorgängerregierungen haben 2010 die Zustimmung gegenüber unseren Partnern erklärt, dass diese Kampfflugzeuge an Saudi-Arabien verkauft werden und sich zur Lieferung von Ersatzteilen verpflichtet.
Vorgängerregierungen haben 2016 diese Verpflichtung noch einmal für 30 Jahre verlängert. Diese Ausgangslage war bei der Entscheidung der Bundesregierung zu berücksichtigen. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es gibt ja noch einen weiteren Fall, und zwar den Fall der Türkei. Die Türkei führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Syrien bzw. in den kurdischen Gebieten in Syrien. Dorthin werden nach meiner Kenntnis ebenfalls Waffen und Munition aus Deutschland geliefert. Wie begründen Sie das und wie wird die Bundesregierung zukünftig damit verfahren? Wenn Sie sich die Zahlen auch angucken, die für dieses Jahr schon öffentlich geworden sind, werden Sie feststellen, dass die Exportzahlen an die Türkei einen historischen Tiefstand erreicht haben. Sie haben das Wort zu einer weiteren Nachfrage. Danke. Dann kommen wir zur Frage 7 des Kollegen Stefan Meyer zur durchschnittlichen Bearbeitungsdauer für Visaanträge im deutschen Generalkonsulat in Istanbul. Im Bereich der Schengen-Visa-Anträge in Istanbul ist die Gesamtdauer mit derzeit knapp 4 Wochen, 2 Wochen Wartezeit auf einen Vorsprachetermin und 2 Wochen für die Bearbeitung des Antrages unverändert kurz. Die Bearbeitungszeit bei Visumsanträgen zur Familienzusammenführung sind wesentlich von externen, einzelfallabhängigen, stark variierenden Faktoren wie der Vollständigkeit der antragsbegründenden Unterlagen, erforderlichen Urkundenprüfungen oder Schnittstellen mit anderen Behörden abhängig. Deshalb weisen die Bearbeitungszeiten in diesem Bereich eine große Spannbreite auf. Ablehnungszahlen zu Auslandsvertretungen in einem bestimmten Land werden grundsätzlich nicht veröffentlicht. Die Offenlegung der erbetenen statistischen Informationen könnte im konkreten Fall für die bilateralen Beziehungen und die außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland nachteilig sein. Die Antwort zu den Ablehnungszahlen wird eingestuft und nachgereicht. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Präsidentin, sehr verehrte Frau Staatsministerin Keul, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Antwort. Ich bin etwas verwundert vor dem Hintergrund, als dass der Generalkonsul in Istanbul im Rahmen eines Abendessens, bei dem ich auch mit zugegen war, am 5. Oktober davon gesprochen hat, dass das Visasystem in seinem Haus dysfunktional sei, dass es in 2 bis 3 Jahren zusammenbrechen würde und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Generalkonsulat nur noch Mangelbetrieb verwalten würde. Vor dem Hintergrund verwundern mich Ihre ja doch sehr positiv dargestellten Zahlen, was die relativ kurze Bearbeitungszeit der Visa-Anträge anbelangt. Wie erklären Sie sich denn diese doch sehr bemerkenswerten und ich finde sehr besorgniserregenden Aussagen des höchsten Vertreters unseres Landes in einer der Auslandsvertretungen mit dem höchsten Visa-Antragsaufkommen? Diese Frage wurde erst kürzlich von der Kollegin Anna Lührmann beantwortet. Ich will es trotzdem noch einmal tun. Es wurde während des erwähnten Anlasses wiederholt und deutlich unterstrichen, dass die Prozesse in der Visastelle des Generalkonsulats Istanbul mit Blick auf die aktuelle Lage reibungslos und wie vorgesehen funktionieren. Die Gesamtdauer für Schengen-Visa-Anträge ist in Istanbul mit derzeit knapp 4 Wochen, unverändert kurz. Die Bundesregierung wird selbstverständlich weiterhin einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherstellen. Personaleinsatz sowie die räumlichen Kapazitäten der Visastelle werden entsprechend der Visanachfrage geplant. Sie haben das Wort zu einer weiteren Nachfrage. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Frau Staatsministerin Keul, ich danke Ihnen, dass Sie nochmals die schon gegebene Antwort jetzt vorgelesen haben. Nur, das macht mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht klüger. Man muss sich doch mal vor Augen führen, wenn der deutsche Generalkonsul in Istanbul von einem dysfunktionalen Visasystem spricht, davon spricht, dass nur noch Mangelbetrieb geleistet werden könne, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich an dieser Stelle überhaupt keinen Vorwurf mache, auch dem Generalkonsul nicht, weil ich finde es richtig und ehrlich, wenn er auch auf diesen Missstand hinweist, heißt, wenn hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Alarm geschrien wird und Sie antworten nur lapidar, es würde auf die personellen und räumlichen Kapazitäten entsprechend eingegangen werden oder die würden entsprechend angepasst werden. Ich will von Ihnen jetzt, Frau Staatsministerin, ganz konkret wissen, was tun Sie, um diesen Alarmruf, den der Generalkonsul abgegeben hat, der ja sehr ernst zu nehmen ist, dem auch entsprechend Rechnung zu tragen, sprich, welche personellen Veränderungen sind zu erwarten, welche räumlichen Kapazitätserweiterungen sind am Generalkonsulat in Istanbul zu erwarten, um diesen Missständen, die ja offenkundig vorhanden sind, schnellstmöglich wieder Abhilfe zu leisten.
Sie haben in Ihrer Frage nach Fakten gefragt und diese Fakten habe ich Ihnen in der Antwort geliefert. Ich kann zur Personalausstattung weiterhin sagen, dass die in diesem Sommer bestehenden zwei unvorhersehbaren Vakanzen schnellstmöglich nachbesetzt werden. Zur Liegenschaft, die wird auch weiter genutzt. Die Bestandsliegenschaft des Generalkonsulats bedarf aber einer Generalsanierung. Der bauliche Zustand macht zwischenzeitlich den Bezug einer Zwischenunterbringung notwendig. Nichtsdestotrotz kann ich Ihnen noch mal versichern, die Bearbeitungszeiten sind so, wie ich sie eben vorgetragen habe, und die Wartezeiten entsprechend auch kurz. Eine Nachfrage stellt der Abgeordnete Hart. Frau Staatsministerin, wir haben hier vor ca. 2 Jahren nach langen Diskussionen ein Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten gegründet in Brandenburg, unter anderem mit dem Ziel, die Visaprozesse des Auswärtigen Amtes, die klar überfordert waren damals bereits und nach wie vor sind, zu optimieren und zu digitalisieren. Wir haben dann auch gesagt, mit diesem Amt gibt es auch keine weiteren Ausreden, dass es in diesem Bereich nicht vorkommt. Ich glaube, Sie standen damals auf unserer Seite bei dieser Formulierung. Können Sie uns erläutern, wie das vorankommt mit dem Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten, wo wir Fortschritte sehen können? Ja, vielen Dank für diese Frage. In der Tat, das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten wird derzeit aufgebaut. Ich bin selbst dort gewesen, habe mir ein Bild gemacht. Es ist natürlich klar, dass die Behörde erst aufwachsen muss. Es wird regelmäßig dauerhaft sozusagen Personal aufgebaut und es finden auch dort bereits die ersten Pilotprojekte, Länder statt, in denen auch sogar online vollständig der Antrag schon gestellt werden kann. Also von daher ist das der richtige Weg, den wir auch weiter verfolgen, hier die Kapazitäten im Inland dafür aufzubauen, um die Auslandsvertretungen zu entlasten. Damit kommen wir zur Frage 8 des Abgeordneten Dr. Jonas Geißler zu möglichen Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung der USA bei der Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo Bay. Bitte. Die Bundesregierung setzt sich seit vielen Jahren nachdrücklich für eine baldige Schließung des Gefangenenlagers auf Guantanamo Bay ein und steht dazu mit Vertreterinnen und Vertretern der Regierung sowie des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika in regelmäßigem Dialog. Die Bundesregierung begrüßt daher, dass der Präsident der Vereinigten Staaten zu Beginn seiner Präsidentschaft seine klare Absicht äußerte, das Gefangenenlager Guantanamo Bay bis zum Ende seiner Amtszeit aufzulösen. Des Weiteren begrüßt die Bundesregierung, dass Präsident Biden in Umsetzung dieses Anliegens im September diesen Jahres mit Tina Kaidanov eine Sonderbeauftragte ernannt hat, die sich mit Nachdruck um die Schließung des Lagers und den Transfer der noch verbliebenen Gefangenen bemüht. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Staatsministerin, vielen Dank für die Ausführungen. Die waren jetzt wenig konkret, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Guantanamo ein System der Schande ist, dass die Bundesregierung das seit vielen Jahren auch unterstützt. Aber jetzt haben wir ja mindestens seit einem Jahr die Situation, dass wir auch im Bundestag uns immer wieder über Guantanamo unterhalten, sei es in verschiedenen Ausschüssen oder hier im Plenum. Und mich würde interessieren, was denn konkret für Gespräche geführt werden. Also geht es um die Aufnahme am Ende von nicht tatverdächtigen Gefangenen? Inwieweit kann Deutschland dazu beitragen, dass das Problem gelöst wird? Gibt es Gespräche, die mit den Ländern laufen? Also ein bisschen weg von den grundsätzlichen Sachen, dass wir da dagegen sind, mehr ins Konkrete hinein, was wir denn konkret machen können, um das Ganze zu unterstützen, dass dieses System der Schande endlich beendet wird. Also der Bundesregierung liegen bislang keine Anfragen der US-Regierung vor, sie bei der Schließung des Lagers zu unterstützen, weswegen keine Veranlassung für aktive Unterstützungsleistungen im Moment besteht. Für den Fall einer solchen Anfrage würde die Bundesregierung diese prüfen, wie sie es auch zuletzt 2010 bei der Übernahme von 2 Inhaftierten getan hat. Und für den Fall von weiteren Übernahmeanfragen würde die Bundesregierung dies auch erneut umfassend prüfen. Sie haben das Wort zu einer zweiten Nachfrage. Vielen Dank für die Antwort. Aber jetzt hat der Deutsche Bundestag ja vor kurzem erst einen Antrag angenommen, wo es konkret darum gegangen ist, dass die Bundesregierung auch handelt und selbstständig aktiv wird. Gibt es denn auch da schon irgendwelche Gespräche, die laufen? Oder war das einfach ein Antrag, den wir für die Tonne beschlossen haben? Also, dass man wirklich dazu beiträgt, dass diese ständige Menschenrechtsverletzung Guantanamo endlich auch beendet wird. Also ich hatte ja ausgangs auch schon gesagt, dass wir regelmäßig mit der Regierung der Vereinigten Staaten das Thema besprechen und deutlich machen, wo wir da stehen.
Aber wir können von unserer Seite jetzt auch nicht proaktiv sozusagen in dieses Geschehen eingreifen. Wenn es entsprechende Übernahmeanfragen gibt, dann werden wir die prüfen. Danke. Wir kommen zur Frage 9 des Abgeordneten Jürgen Hart zur Position der Bundesregierung zur Einsatzlage in Mali. Bitte, Frau Staatsministerin. Die Bundesregierung steht zu ihrer Verantwortung für die Bevölkerung von Mali, die Sahelregion und das deutsche Engagement im Rahmen der VN. Nicht zuletzt geht es bei unserem Engagement im Sahel auch um deutsche Sicherheitsinteressen. Mit der Entscheidung, dem Bundestag im Mai 2023 ein strukturiertes Auslaufmandat vorzulegen, wird der MINUSMA-Einsatz nach dann über 10 Jahren auslaufen. Dieser Zeitplan trägt insbesondere der Transitionsphase und der für Februar 2024 vorgesehenen Präsidentschaftswahl in Mali Rechnung. Die Bundesregierung hat unmittelbar nach ihrer Entscheidung die Vereinten Nationen, die Gastregierung in Mali, am deutschen Kontingent angelehnte Nationen und weitere enge Partner unterrichtet. Die Reaktionen waren durchweg positiv. Hierbei stand im Vordergrund, dass die Bundesregierung das Mandat mit ausreichendem Vorlauf strukturiert auslaufen lässt und mit dem Wahldatum einen für alle gut nachvollziehbaren Schlusspunkt für das Engagement setzt. Dabei hat die Bundesregierung ihre Zusagen gegenüber den Vereinten Nationen im Blick. Wir sind auch bis Mai 2024 nicht bedingungslos in Mali. Es gilt selbstverständlich und wie im Mandat des Bundestages angelegt weiterhin, dass das Schutz- und Versorgungsniveau für unsere Soldatinnen und Soldaten gewährleistet sein muss. Wir werden uns außerdem mit Nachdruck für die nötigen Rahmenbedingungen einsetzen, die es unserem Kontingent erlaubt, seine Aufgaben gemäß Mandat erfüllen zu können. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Frau Staatsministerin, der Kern meiner Frage, die Ihnen schriftlich vorliegt, war ja, was hat zu dieser Meinungsänderung in der Bundesregierung geführt? Ich habe aus dem Frühjahr und aus dem Sommer, auch hier aus der Debatte Mandatsverlängerung, ich glaube, das war im April, mitgenommen, dass wir dort bleiben wollen. Ich glaube, die Verteidigungsministerin hat sogar eine Formulierung benutzt, wir wollen es nicht den Russen überlassen, damit ist die Wagner-Truppe gemeint. Und das Außenministerium hat sich auch in der Art eingelassen, dass man ja kein Vakuum hinterlassen darf. Warum hat sich diese Position jetzt geändert? Die Position der Bundesregierung hat sich nicht geändert. Wir hatten immer gesagt, wir werden dieses Mandat evaluieren und eine zeitnahe Entscheidung treffen. Und im Gegensatz zu anderen haben wir auch nicht von heute auf morgen die Beendigung erklärt, sondern wir haben langfristig eine Planung vorgenommen, die sich auch an der Transitionsphase orientiert und damit einen sinnvollen Abzugsplan darstellt. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Das führt mich aber jetzt doch zu einer zweiten Nachfrage. Denn die Evaluierung dieses Einsatzes ist ja angekündigt für das neue Mandat, was Sie im Frühjahr vorlegen wollen. Die Entscheidung abzuziehen ist aber jetzt bereits getroffen worden. Warum vor der Evaluierung, im Gegensatz zu der Aussage, dass Sie sagen, wir wollten es evaluieren und dann entscheiden, was wir tun? Also nochmal, wir haben nicht entschieden, jetzt abzuziehen, sondern wir haben entschieden, zu bleiben und ein weiteres Mandat vorzulegen. Das ist die Entscheidung und das wird auch von allen Bündnispartnern und auch von den Partnern in der Region durchaus auch positiv gesehen, dass wir dort bleiben und nicht jetzt 23 abziehen, sondern das Ende des Transitionsprozesses abwarten. Sie haben das Wort zur zweiten Frage. Fest, dass die Medienberichterstattung und auch die Äußerungen der Bundesregierung darauf abzielen, dass sie sagen, das Mandat wird beendet, allerdings erst in 18 Monaten. Sie sagen jetzt, das Mandat wird nicht beendet. Heißt das, dass die Evaluierung ergeben könnte, dass die Entscheidung rückgängig gemacht wird? Ich habe gesagt, dass wir nicht jetzt das Mandat beenden, sondern dem Bundestag ein neues Mandat vorlegen werden und dass wir uns darauf geeinigt haben, bis 2024, bis zum Abschluss des Transitionsprozesses dort zu bleiben. Und das wird auch sehr positiv in der Region so gesehen. Zu einer Nachfrage hat der Abgeordnete Dr. Kraft das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatsministerin. Im Eingangsstatement haben Sie gesagt, der Verbleib der Bundeswehr in Mali wäre auch im deutschen Sicherheitsinteresse. Jetzt muss ich nachfragen, wie kann es sein, wenn es im deutschen Sicherheitsinteresse wäre, was ich mal in Frage stellen würde, wie kann es dann sein, dass die Bundesregierung abzieht? Will die Bundesregierung dann die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden? Oder wie ist dann diese Abzugsentscheidung zu verstehen? Das macht nämlich tatsächlich überhaupt keinen Sinn, Ihre Äußerung. Der Einsatz in Mali dient insofern auch unseren Sicherheitsinteressen, als dass wir davon betroffen wären, wenn im Norden von Malis eine Riesenregion
wenn Sie sich das auf der Karte angucken, ein Failed State entstünde, ein Freiraum für islamistische Terroristen, in dem keinerlei staatliche Kontrolle mehr vorliegt. Das wäre insgesamt für die gesamte Region Sahel eine Katastrophe und würde auch insgesamt die europäischen Sicherheitsinteressen betreffen. Danke. Zur Orientierung für die Fraktionen. Wir haben noch 15 Minuten für diesen Tagesordnungspunkt und gehen dann zur Aktuellen Stunde über. Wir kommen zur Frage 10 des Abgeordneten Markus Koop zu Anstrengungen des Auswärtigen Amtes zum Stopp des nordkoreanischen Raketenprogramms. Bitte. Die Bundesregierung beobachtet seit Jahresbeginn eine präzedenzlose nordkoreanische Raketentestserie. Diese Tests verletzen die Resolutionen des VN-Sicherheitsrates und gefährden nicht nur die internationale und regionale Sicherheit und Stabilität und unterminieren das globale Nichtverbreitungsregime, sondern stellen auch eine Gefahr für den internationalen Flugverkehr und die internationale Schifffahrt dar. Die Bundesregierung verurteilt die illegalen Tests ballistischer Raketen mit Nachdruck. Die entschiedene Ablehnung und große Besorgnis über die sicherheitspolitischen Implikationen dieser völkerrechtswidrigen Testserie hat die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern wiederholt zum Ausdruck gebracht, unter anderem durch Erklärungen der Außenminister der G7-Staaten und der EU, zuletzt in Reaktion auf den Test einer Interkontinentalrakete am 18. November. Die Position der Bundesregierung ist deutlich. Nordkorea bleibt zur kompletten, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen verpflichtet. Es gibt umfassende Sanktionsregime der Vereinten Nationen und der Europäischen Union mit dem Ziel, Nordkorea am Besitz und an der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen zu hindern. Um Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, setzt die Bundesregierung auf die konsequente Umsetzung des für alle VN-Mitgliedstaaten geltenden Sanktionsregimes der Vereinten Nationen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Ich denke, in der Bewertung der Lage sind wir uns einig. Die Frage ist nur, Nordkorea ist ja schon eines der am stärksten sanktionierten Länder überhaupt. Welche Mittel sehen Sie denn darüber hinaus, hier wirklich eine Veränderung herbeizuführen? In der Tat, die Sanktionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union sind bereits sehr umfassend. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass diese auch lückenlos umgesetzt werden. Dazu stimmen wir uns mit unseren Partnern ab. Unter anderem haben wir einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der Sanktionen geleistet, indem wir die Fregatte Bayern voriges Jahr an den Maßnahmen zur Überwachung der Sanktionen unmittelbar auf den Weg geschickt haben. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wie schätzen Sie denn insgesamt die Chance ein, Abrüstungsverträge oder wenigstens mal Rüstungskontrollverträge in den nächsten Jahren wieder so auszustatten, dass wir auch mit dem Blick auf Nordkorea, aber eben auch global, wieder wirklich in eine Phase eintreten können, in der wir aus dieser Rüstungsspirale auch wieder einen Ausweg finden? Ich glaube, das ist etwas, das wir uns alle gemeinsam wünschen, dass die globale Lage wieder sich dahingehend ändert, dass wir effektiv über Rüstungskontrolle wieder verhandeln können. Wann das sein wird, das vermag ich hier heute nicht vorherzusehen. Was Nordkorea betrifft, werden wir mit aller Härte an den Sanktionen und der lückenlosen Umsetzung dieser Sanktionen festhalten. Eine weitere Nachfrage stellt der Abgeordnete Dr. Kraft. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin. Im Fall von Nordkorea sind Sie ein bisschen spät dran mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Aber weil Sie es angesprochen haben, der Iran hat jetzt angekündigt, er will Uran auf 60% anreichern. Welche Schritte sieht die Bundesregierung vor in Bezug auf das Atomwaffenprogramm des Iran? Das Programm zum JCPOA wird seit Sommer nicht mehr verhandelt. Und von daher kann ich nur sagen, dass wir da an der Stelle sicherlich auch uns wünschen würden, dass die Situation im Iran eine andere wäre, als sie jetzt ist. Aber so können wir hier keine Rüstungskontrolle vereinbaren. Die Sanktionen gegen den Iran, die sind Ihnen bekannt. Und weitere Sanktionen beabsichtigt die Bundesregierung auch auf den Weg zu bringen. Danke, Frau Staatsministerin. Wir kommen zur Frage 11 der Kollegin Clara Bünge zur Anzahl der Aufnahmezusagen im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms für gefährdete Menschen aus Afghanistan. Bitte. Seit dem 17. Oktober, danach richtete sich die Frage, hat die Bundesregierung bereits für 1.340 besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen einschließlich ihrer berechtigten Familienangehörigen eine Aufnahme in Deutschland erklärt.
Insgesamt hat die Bundesregierung seit Mai 2021 für ca. 39.600 Afghaninnen und Afghanen einschließlich ihrer berechtigten Familienangehörigen die Aufnahme erklärt. Darunter befinden sich insbesondere fast 24.800 ehemalige afghanische Ortskräfte und ihre Familienangehörige sowie ca. 14.800 Afghaninnen und Afghanen, die die Bundesregierung wegen ihres Einsatzes für ein demokratisches Afghanistan als besonders gefährdet identifiziert hat. Das Bundesaufnahmeprogramm richtet sich an besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan. Menschen, die sich noch im Herrschaftsbereich der Taliban befinden, brauchen Deutschlands Hilfe am dringendsten. Anders als bei früheren Aufnahmeprogrammen verfügt Deutschland in Afghanistan jedoch weder über eine Auslandsvertretung noch ist eine Vorauswahl durch UNHCR in Afghanistan möglich, was die Lage entsprechend schwieriger macht. Um diesen Personenkreis dennoch zu erreichen, hat die Bundesregierung sich mit engagierten und etablierten Organisationen der Zivilgesellschaft beraten. Diese hatten bereits im Zuge der Machtübernahme der Taliban bei der Identifizierung besonders gefährdeter Personen mit ihrer großen Expertise und Vernetzung vor Ort geholfen. Mit dem Bundesaufnahmeprogramm hat die Bundesregierung nun einen klaren und verlässlichen rechtlichen Rahmen geschaffen, ebenso wie ein neues IT-gestütztes Auswahlverfahren. In diesem Rahmen arbeiten Bundesregierung und Zivilgesellschaft vertrauensvoll zusammen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank, Frau Staatsministerin, für Ihre Ausführung. Seitdem die Bundesregierung im Amt ist, sagt sie, sie würde Menschen aus Afghanistan evakuieren. Und wir halten fest, wir warten immer noch und die Menschen in Afghanistan warten immer noch auf ein funktionierendes Bundesaufnahmeprogramm. Und ich hatte Sie ganz konkret nach der Rechtsgrundlage gefragt, nach der Anordnung. Denn für eine Aufnahme aus Afghanistan braucht es ja eine Rechtsgrundlage, die beschlossen ist. Und wir haben festgestellt, dass Sie noch nicht mal es geschafft haben, diese Rechtsgrundlage zu schaffen. Und ich muss noch mal daran festhalten, wir haben jetzt erst wieder gehört, vor 3 Tagen, dass eine ehemalige Ortskraft gestorben ist. Hier geht es um Leben und Tod. Wir können hier nicht länger warten. Und wenn Sie noch nicht mal eine Rechtsgrundlage haben für Aufnahme, frage ich mich, wann werden Sie mit diesem Bundesaufnahmeprogramm ernsthaft beginnen mit der Aufnahme? Wird es noch Anfang 2023 sein? Ist das überhaupt absehbar? Ich sehe, Sie haben gar keine Priorität bei diesem Thema. Das weise ich mit Nachdruck zurück. Ich habe die Zahlen gerade verlesen. Es werden wöchentlich Menschen aus Afghanistan aufgenommen und es gibt selbstverständlich auch eine Rechtsgrundlage für das Bundesaufnahmeprogramm. Das ist der § 23 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz und auf dieser Grundlage werden im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms die Menschen aus Afghanistan hier aufgenommen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben eine Rechtsgrundlage. Ich frage mich dann, wo ist die Bundesaufnahmeanordnung? Die ist immer noch nicht veröffentlicht nach meinem Kenntnisstand. Wenn Sie da jetzt neue Informationen haben, wäre ich Ihnen natürlich dankbar, dass Sie das mitteilen. Aber so wie ich das wahrgenommen habe, ist die Zivilgesellschaft sehr verwirrt und auch die Menschen aus Afghanistan sind sehr verwirrt, weil es keine Bundesaufnahmeanordnung gibt, weil noch nichts veröffentlicht wurde. Und ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften von Menschen, die um Hilfe suchen, die Schutz suchen, die melden sich bei mir, die melden sich bei NGOs. Und Sie liefern keine Antworten. Das Bundesaufnahmeprogramm ist auf den Weg gebracht. Es können dort Meldungen auch erfolgen. Die Rechtsgrundlage besteht. Und zurzeit wird in der Übergangsphase vor allen Dingen der aufgelaufene Rückstand, das heißt vor allen Dingen die Menschen berücksichtigt, die wir schon sozusagen auf den Listen haben, von denen wir das schon wissen. Aber das Programm ist grundsätzlich funktionsfähig. Die Frage 12 wird schriftlich beantwortet. Wir kommen zur Frage 13 des Abgeordneten Dr. Norbert Röttgen zur möglichen Aufnahme der Islamischen Revolutionsgarde in die EU-Terrorliste. Die Listungsfrage war und ist Gegenstand von Gesprächen unter EU-Partnern. Ein Beschluss würde Einstimmigkeit innerhalb der EU voraussetzen und nicht zuletzt bestehen eine Reihe von rechtlichen Hürden. Unabhängig von einer möglichen Listung als Terrororganisation sind die Revolutionsgarden sowie weitere mit ihr verbundenen Personen und Organisationen bereits von der EU unter anderen Sanktionsregimen gelistet, insbesondere unter dem EU-Sanktionsregime gegen Massenvernichtungswaffen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage.
Ja, meine erste Nachfrage, Frau Präsidentin und Frau Staatsministerin, muss leider die Wiederholung meiner Frage sein. Denn meine Frage war, ob sich die Bundesregierung im Rahmen dieser Gespräche dafür einsetzt, dass die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommen. Dass Gespräche stattfinden, war nicht die Frage. Setzt sich die Bundesregierung aktiv dafür ein? Gibt es einen solchen Beschluss der Bundesregierung, dieses Ziel zu erreichen? Die Bundesregierung spricht mit ihren europäischen Partnern über die Möglichkeit der Ausweitung der Sanktionen. Die rechtlichen Voraussetzungen dürften Ihnen bekannt sein. Eine Möglichkeit für die Aufnahme auf die EU-Terrorliste bestünde, wenn es in einem der EU-Mitgliedstaaten erstens bereits entweder Ermittlungs- oder eine Strafverfolgung wegen einer terroristischen Handlung oder des Versuchs, eine terroristische Handlung zu begehen oder sie zu erleichtern, oder zweitens eine Verurteilung wegen derartiger Handlungen durch eine zuständige nationale Institution gibt. Entsprechende Ermittlungen oder eine Verurteilung gibt es zu den Revolutionsgarden bislang in keinem EU-Mitgliedstaat. Darüber hinaus muss sich die betreffende nationale Entscheidung auf Aktivitäten beziehen, die unter die Definition von terroristischer Handlung fallen, die im Sanktionsrahmen des gemeinsamen Standpunkts 931 der EU festgelegt ist. Und sobald diese rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, werden wir entsprechende Beschlüsse fassen. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Sie hätten die Frage auch bejahen können. Ja, wir wollen das. Das haben Sie nicht getan. Daraus ist eindeutig zu schließen, dass das nicht Ihre Position ist. Sie prüfen ja schon seit Wochen und Wochen und Wochen. Daraus ist allgemein der Eindruck entstanden, dass Sie gar nicht in Wahrheit prüfen, sondern dass es eine Schutzbehauptung dafür ist, dass Sie dieses Ziel nicht wirklich verfolgen, weil Sie mindestens darüber in der Koalition uneinig sind. Ist Ihnen bewusst, dass Sie Ihre Glaubwürdigkeit verlieren in dieser Frage, gerade auch bei den Iranern und iranischstämmigen Deutschen in unserem Land, die Ihnen das nicht mehr abnehmen? Und sind Sie eigentlich guten Mutes, dass Sie mit Ihrer Prüfung zu Ende gekommen sein werden, bevor die Revolution im Iran Erfolg hat? Ich weise zurück, dass es in der Bundesregierung eine Meinungsverschiedenheit zu den Revolutionsgarden gibt. Das ist nicht der Fall. Wir sind uns in der Beurteilung der Revolutionsgarden völlig einig. Die Frage ist, wann haben wir die rechtliche Möglichkeit, die entsprechenden Sanktionen auf EU-Ebene zu verhängen? Wir kommen damit zur Frage 14 des Abgeordneten Tilman Kuban zu möglichen weiteren Sanktionen gegen Russland. Die russischen Angriffe auf zivile ukrainische Infrastruktur stellen ein weiteres Kriegsverbrechen Russland in seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine dar. Die Bundesregierung setzt sich auch angesichts dieser Angriffe dafür ein, den Sanktionsdruck auf Russland in Abstimmung mit unseren internationalen Partnern gezielt weiter zu verschärfen. Darüber hinaus wirkt die Bundesregierung aktiv an der Vorbereitung eines neunten Sanktionspaketes gegen Russland mit. Die EU-Abstimmung über das Paket wird voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen. Im Zentrum des Pakets sollten aus Sicht der Bundesregierung umfangreiche weitere Listungen stehen. Diese sollten insbesondere die verantwortlichen Personen für die jüngeren russischen Angriffe sowie weitere wichtige Unterstützer und wirtschaftliche Stützen des Regimes von Wladimir Putin ins Visier nehmen. Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung insbesondere für eine Ausweitung bestehender Exportverbote sowie für eine Ausweitung der Investitionsverbote sowohl für europäische Personen in Russland als auch für russische Personen in der EU ein. Zu Details einzelner Vorschläge äußert sich die Bundesregierung vor der Verabschiedung durch die EU nicht. Ihre erste Nachfrage. Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin Keul, vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage an dieser Stelle. Aber auch meine Nachfrage geht dahin, was tut die Bundesregierung konkret, um jetzt auch zu unterstützen, wo wir sehen, dass die Energieinfrastruktur so immens getroffen ist, beispielsweise mit Lieferung von Stromaggregaten, beispielsweise mit mobilen Wasseraufbereitungsanlagen und Ähnlichem. Wird die Bundesregierung die Ukraine konkret mit Lieferungen, Hilfsgüterlieferungen unterstützen? Das tun wir bereits jetzt. Das hat äußerste Priorität. Die Winterhilfe und die Wiederherstellung der Energieinfrastruktur wird ständig innerhalb der G7
abgesprochen. Gerade erst gestern hat die Ministerin auf dem NATO-Gipfel im NATO-Außenministertreffen in Bukarest die G7 versammelt und weitere 150 Millionen in diesem Bereich zugesagt, davon 100 Millionen für weitere Winterhilfe und 50 Millionen für Ausstattung. Also das hat größte Priorität. Und über die, unsere Mittler werden dafür auch eben alles, was den Menschen hilft im Winter, von Aggregaten, Heizungen, Decken, aber vor allen Dingen eben auch Stromaggregaten zur Verfügung gestellt. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. G7-Treffen sind schön und gut, Mittel zur Verfügung stellen auch, aber am Ende geht es ja darum, dass konkret etwas ankommt in der Ukraine. Wann können die Ukrainerinnen und Ukrainer damit rechnen, dass wirklich auch konkrete Hilfsmaßnahmen, konkrete Mittel, die Sie auch angesprochen haben, die ich auch angesprochen habe, wirklich dann auch in der Ukraine da sind, um diesen Winter gut zu überstehen? Diese Winterhilfe kommt in der Ukraine an. Wir stellen die Mittel zur Verfügung und unsere entsprechenden Partner, die Hilfsorganisationen, bringen diese Hilfsmittel dann auch direkt zu den Menschen in die Ukraine. Also das passiert auch schon konkret und wird weiter passieren. Die sind schon da. Die sind auf dem Weg. Ich danke Ihnen. Wir sind damit am Ende der Fragestunde. Ich möchte es aber nicht versäumen, Frau Staatsministerin, Ihnen zum heutigen Geburtstag zu gratulieren. Was gibt es Schöneres, als diesen im Parlament zu verbringen? Und mit dem Ende der Fragestunde ist auch geklärt, dass die übrigen Fragen wie immer schriftlich beantwortet werden.